Die Idee, Stadtteilkonzerte ins Leben zu rufen, kam von den Orchestermusikern. Aus Erzählungen weiß ich, dass 1994 zum 75-jährigen Bestehen des Orchesters die Situation nicht so ganz einfach war. Also haben die Musiker überlegt, wie sie dem begegnen könnten und was zu tun sei, um das eigene Publikum wiederzugewinnen, beziehungsweise auch andere Leute für die Musik und das Orchester zu begeistern. Seit 26 Jahren haben diese nun Bestand. Bei freiem Eintritt gibt es kurze Konzerte ohne Pause, die möglichst abwechslungsreich sind. Am Ende gibt es eine Spende oder hoffentlich eine Spende für einen guten Zweck, die oft sehr üppig ausfällt und dann entweder vor Ort bleibt, da wir auch oft in Kirchen spielen, oder zu einem gemeinschaftlichen guten Zweck komplett gespendet wird. Eine tolle Idee, die uns Musikern ganz viel Spaß macht und hoffentlich noch viele Jahre beibehalten wird. Ja, komplett verschieden. Die Stadtteilkonzerte sind völlig freiwillig. Alle Musiker suchen sich ihre Partner selber, mit denen sie spielen möchten und sind in der Stückwahl total frei. Und das macht, glaube ich, auch das Schöne der Stadtteilkonzerte aus, dass sie so abwechslungsreich werden. Es kann also sein, dass ein Ragtime von einem Hornquartett neben einer Bach-Solosonate steht, gefolgt von einem Stück für Pauke-Solo und dann wieder ein Stück für Harfe und Geige von Piazzolla. So könnte ein Stadtteilprogramm aussehen und die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kollegen unheimlich kreativ sind und mit den tollsten Sachen um die Ecke kommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat und so immer wieder ganz bunte Programme entstehen. Und das ist das eigentlich Tolle an den Stadtteilkonzerten. Das ist eine ganz persönliche Einschätzung und wirklich schwierig zu beantworten. Insofern kann ich das wirklich nicht sagen, was der beste Ort ist. Ich kann Ihnen aber sagen, was mich, an welchen Ort ich mich unheimlich gerne und gut erinnere. Das ist der Bahnhof in Dahlhausen, der zu der Zeit, ja, da war halt nichts mehr, er stand leer und man müsste einiges vielleicht tun, um es für einen Konzertabend vorzubereiten. Wir hatten uns dann auch noch für Musik mit Klavier oder Flügel entschieden. Kein Problem, unsere Orchesterwarte haben einen Flügel dahin transportiert. Allerdings war das Konzert dann im November und ich hatte natürlich in der warmen Jahreszeit überhaupt nicht im Blick, wie das im November sein könnte. Dementsprechend war der Ort eigentlich nicht bespielbar. Es wurden Teppiche ausgerollt, um die Akustik zu dämmen. Der Flügel stand dann da drauf. Leider zog es kalt durch den Raum und es wurden dann irgendwelche Ölheizungen noch eingebaut oder hintransportiert, um den Raum überhaupt bespielbar zu machen. Und am Abend kamen dann viel mehr Menschen, als wir das je für möglich gehalten haben. Die Musiker mussten sich zwischen den auf dem Boden sitzenden Menschen durcharbeiten zu ihrer Bühne. Also das war ein ganz toller Abend und im Jahr drauf, erinnere ich mich, habe ich immer wieder bei den Stadtteilkonzerten einen Mann getroffen, der seinen Klappstuhl dabei hatte, weil er eben die Erfahrung gemacht hatte, dass es nicht genug Plätze für unsere Konzerte gibt. Das war eine besondere Erfahrung und das werde ich auch nicht vergessen.